Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ben und Sport. Nee, das passt nicht zusammen. Aber ich bin tatsächlich bei einem sportlichen Großevent und nein, es hat nichts mit der EM zu tun, auch wenn gerade zeitgleich das dritte Deutschlandspiel ist. Es geht mir direkt am Pürzel vorbei, denn ich bin hier im Bürgerpark und da hört ihr schon die Befehle, die geschrien werden. Das dient dem Aufwärmen des Jugger-Teams Pink Pain. Und auslaufen! Okay, ich muss mal kurz auslaufen. Ben und Paper also unter Jugger. Was ist Jugger? Das frage ich am besten, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, diejenigen, die hier das Sagen haben, die sich damit auskennen, die das schon wirklich lange spielen. Ich kann nur so viel sagen, es hat nicht so viel was mit Pen and Paper zu tun, mehr mit LARP. Ja? Und ich darf heute dabei sein und werde ein paar Fragen stellen und euch diesen sehr ungewöhnlichen, aber doch sehr geilen Sport vorstellen. Kommt mit! Hundeschädel, Pompen, Quicks, Q-Tips, wie passt das alles zusammen? Wer steht hier neben mir? Jemand, der mir das alles erklären kann. Was ist Jugger? Hallo, wer bist du? Mein Name ist Felix, ich spiele bei Pink Pain, der Jugger-Mannschaft in Darmstadt. Und Jugger ist eine Mannschaftssportart, in der zwei konkurrierenden Teams um einen Ball streiten und den versuchen, beim Gegner in das Tor zu legen. Der Ball heißt Jug, das Tor heißt Mal. Gut. Und der Läufer heißt Quick. Soweit alles klar, ein Gegenstand in ein Tor. Was ist das Besondere dabei und warum hast du hier so einen langen, ich sag's mal, Pompf? Der Rest des Teams, die nicht laufen und den Jug bewegen dürfen, haben solche Fechtstäbe bei sich, die sind gepolstert. Und mit denen versuchen sie, die anderen den Weg für den Quick durch die andere Mannschaft zu räumen. Das läuft gewaltlos ab. Wer abgetroffen wird, muss eine Strafzeit ausnehmen. Okay. Und der Ursprung davon ist aber nicht so gewaltlos gewesen, denn Jugger kommt woher? Jugger kommt aus einem postapokalyptischen Gladiatorenfilm. Das Gladiatorenspiel hat viele Leute fasziniert, diesen Sport zu adaptieren. Und so ist in mehreren Punkten von Deutschland vor ungefähr 22 Jahren dieses Spiel entstanden, das sich mittlerweile zum Sport weiterentwickelt. Das ist ganz wichtig. Ja, also es sieht, wenn wir gleich mal sehen, nach dem Spiel aus, es hat ganz klar Regeln, aber es ist mittlerweile Sport. Es gibt Ligen, professionelle schon, und es gibt, ja, ihr habt es bei PC-Video gesehen, sehr viele Mannschaften, die das machen. Die Pink Pains sind hier in Darmstadt und denen schauen wir jetzt ein bisschen über die Schulter. 3, 2, 1, Jugger! So, was hast du jetzt da? Das ist jetzt keine große Stange mehr, sondern das ist eine sehr, sehr bewegliche Waffe, würde ich sagen. Ein Sportwerkzeug. Das ist eine Besonderheit bei unserem Sport, das ist die Kette. Die ersetzt bei uns eine Fernwaffe. Ein Spieler pro Team darf der Kettenmann respektive Kettenfrau sein und dieses Instrument führen. Das schwingt man und versucht dann, seinen Gegner zu treffen. Und wie lang ist das Ding? Die Länge der Kette ist 3,20 Meter, okay, 20 cm Ball, 20 cm Schlaufe. Und der erste Meter muss abisoliert sein, um seinen Gegner nicht zu verletzen. Also Safety first auch hier und Fairness first, nicht wahr? Also man muss ja tatsächlich, es gibt Schiedsrichter,
Aber man muss ja auch selbst irgendwie eine Selbstkontrolle haben, den inneren Schiedsrichter haben. Wer merkt, ich bin getroffen, muss ich runter, auch wenn es weh tut und wenn ich damit Zeit verliere. Weh tut es in den meisten Fällen tatsächlich überhaupt nicht. Wieder nicht. Fairness ist ein ganz großes Gebot bei Jugger, sonst funktioniert der Sport nicht. Auf Turnieren wird dann aber richtig funktioniert. Werden dann zusätzlich Schiedsrichter auch eingesetzt, um das zu überprüfen. Unfaire Spieler fallen auf jeden Fall auf und werden dann meistens von der Community sozial zurechtgezogen. Was ist dein Lieblingsgerät? Ich bin mit Leib und Seele Kettenspieler. Kettenspieler, okay. da braucht es immer ein, zwei im Team, die sich darauf spezialisieren und dann die Position zu erfüllen. Die Kette ermöglicht dann uns auf der Linie, im Gegensatz zu den Nahpompfern, zusätzliche taktische Möglichkeiten zu fahren, um die gegnerische Linie aufzusprengen, zu umgehen oder sonstige taktische Feingliedrigkeiten durchzuführen. Okay. Okay, seid ihr alle bereit? Dann nehme ich die an. 3, 2, 1, Jagger! Jetzt raus! Knapp! Unterzahl! Links! Lass mal hier! Knapp! Guck, ich stehe! Knapp! Hier! Gut. Wir gewinnen! Nein, doch nicht! Gewinnen! Drei, zwei, eins, juggle! Hätte mal besser! Hart! Ja! Hätte schön! Danke! Ja, Jörg! Ah! Ja. Pass auf, Digga! Jörg! Neben mir der? Hi. Und du arbeitest mit einem Zweihänder, würde jetzt der Laie sagen. Das ist der sogenannte Stab. Okay. Das ist eine Pompe, die mit zwei Händen geführt werden muss. Zwei getrennte Griffflächen, das heißt, an jeder Grifffläche muss eine Hand sein. Und damit kann man schöne Starkbewegungen machen Richtung Gegner. Treffen kann man hier mit dem gesamten vorderen Bereich. Okay. Das ist alles leicht gepolstert. Und damit versucht man halt, die Gegner zu berühren. Das hier zwischen den Händen, das ist nur zum Blocken, da kann man niemanden erwischen. Auch hier hinten ist natürlich nochmal gepolstert. Damit kann man dann schön agieren, ist halt sehr schnell, weil man die Hände halt aus der Hände hat. Wichtig ist halt, dass man wirklich die Hände so greift und nicht irgendwie hier an der Fläche. Das ist nicht möglich. Und es sieht alles auf jeden Fall sehr sicher ausgepolstert und selbst gemacht. Genau. Ihr macht eure Werkzeuge selber? Genau, die sind alle selbst gebaut. Das ist größtenteils verbaut mit GFK-Rohre. Mhm. Die sind dann einfach ummantelt hier mit normaler Roll-ISO aus dem Baumarkt. Ja. Natürlich jeder Menge Tape, die zählt. Vorne ist ein bisschen Schaumstoff drin, damit es schön weich ist, wenn man es mal irgendwie an den Kopf kriegt oder so. Und hier habe ich zum Beispiel einen Ledergriffband, weil sich das angenehm greifen lässt. Wie lange spielst du schon? Ich spiele tatsächlich schon seit 2009. Ich bin 2011 hier nach Darmstadt gekommen. Bin damit sogar einer, der am längsten hier ungefähr spielt. Und ja, ich habe auch nicht vor, warum spielst du? Ja, das ist schon mal gut. Warum spielst du Jugger? Ich spiele Jugger, weil es meiner Meinung nach der geilste Sport ist, den es gibt. Die Gesellschaft ist einfach super. Also auf Turnieren findet man so viele neue Freunde, einfach aus allen möglichen Städten. Diese Leute möchte ich auf jeden Fall nicht vermissen in meinem Leben und auch hier. Man ist halt richtig gefordert im Training. Man kann richtig alles geben, das beansprucht den ganzen Körper. Das Taktik ist dabei. Man kann alleine gut sein, aber ohne ein ordentliches Team kann man nichts reißen. Also auch das Zusammenspiel, das ist das, was mir gefällt. Vielen Dank, danke. Bitteschön. 3-2 für Pink im ersten Satz. Mannschaften bereit machen, bitte. Grün bereit. 3, 2, 1, Jugger! Mann! Ja! Und jetzt! Ja, Jugger! Ja, Jugger! Ach, Scheine sind kacke! Da will ich gerade, dass es schön steht. Was klappst du denn da?
Tankstelle. Ah, das sind die Steine, das ist die Zeiteinheit, nach der wir spielen. Ah. Wenn ein Spieler getroffen wird von einer Pompe, dann muss er mit dem Knie auf den Boden, die Hand auf den Rücken und 5 Schläge abzählen, um seine Strafseite abzusetzen. Danach kann er wieder aufstehen, wenn nicht ein anderer Spieler da steht und ihn mit dem Pin am Boden hält. Ah, gepinnt. Und wie viel ist der Abstand zwischen den Schlägen? 1,5 Sekunden. Auf Turnieren werden mittlerweile automatisch Trommeln, also genau, Metronome eingesetzt, ja, okay, um allzu große Schwankungen durch den Trommellauf zu vermeiden. Okay, Rhythmus.